Ihr seid ja von Sinnen. Ihr wollt einen harmlosen Händler einfach einen Kopf kürzer machen, bloß weil er sich verirrt hat? Leute, hört nicht auf die Einflüsterungen dieses untoten Monstrums. Als Büttel von Moorbrück werde ich diesem finsteren Spuk ein Ende setzen. Untotes Monstrum? Ihr könnt mich doch nicht allen Ernstes mit einem dieser Untoten verwechseln. So habt doch Erbarmen und kommt zur Vernunft. Ruhe! Jedes Kind weiß, dass Untote immer abseits der Pfade wandeln. Und ich, Burgomir Schäffler, habe diese Kreatur der Nacht dabei ertappt, wie sie durch das Moor auf unser Dorf zuwankte. So höret denn, Bürger von Moorbrück. Ich werde nun das Urteil vollstrecken und diesen Untoten aus seiner götterbeleidigenden Existenz befreien. Ihr da! Wir kennen uns doch aus Avestreu. Ich bin es, Bredo Bento, der reisende Händler. Ja, so helft mir doch. Du siehst ein bisschen dreckig aus. Haltet euch da raus. Das ist allein meine Angelegenheit. Ihr wolltet diesen Mann nur dafür hinrichten, weil er sich im Moor verlaufen hat? Habe ich euch da richtig verstanden? Was wagt ihr euch einzumischen? Ich bin der Büttel vom Moorbrück. Ich bestimme, was hier Recht und Unrecht ist und nicht irgendwelche dahergelaufenen Fremden. Ja. Können wir die Sache nicht friedlich beilegen? Nehmt ein paar Pokaden und lasst den Händler ziehen. Daher gelaufene Fremde, ich folge hinsinnendes gesinnete Pfad der Drachenquest und man wird von meinen Augen und unzähligen Vorwürfen hingerichtet. Glaubt mir, ich habe schon einige Untote zurück in Borons Arme geschickt und keiner von ihnen war des Sprechens mächtig, noch fürchteten sie ihr Schicksal. Da habt ihr auch wieder recht. Sollte er aber anfangen, irgendwelche Leute anzufallen, ist nicht nur er reif für das Henkersball. Hab Dank für das Einlenken, werter Bild. Ich versichere euch, dass euer Vertrauen nicht enttäuscht werden wird. Moorbrücker, die Verstreckung des Urteils wird vorerst aufgeschoben. Geht also wieder zurück ins Gasthaus. Dass mir ja keiner auf die Idee kommt, sich bei dieser Gefahr draußen herumzutreiben. Danke, dass ihr mich aus den Klauen dieses Irren befreit habt. Wenn ihr nicht zur rechten Zeit aufgetaucht wärt, wäre es ganz bestimmt um mich geschehen. Ihr braucht euch nicht zu danken, guter Mann. Dankt Fex, dass er mich gerade in diesem Moment hier ankommen ließ. Oh, das werde ich gewiss auch tun. Allerdings führen mich eigentlich eher die Belange Borons in diese götterverlassene Gegend. Ich wollte für die Geweihte Molinda ein paar Waren abliefern. Eine Boron-Geweihte? Das verstehe ich nicht. Warum hat sie nicht eingegriffen, als man euch dem Leben trachtete? Immerhin seid ihr auch um ihretwillen hierher gekommen. Das ist ja das Problem. Die Geweihte scheint verschwunden zu sein. Oben am Tempel traf ich nicht sie, sondern bloß einen komischen Kauz, der gleich diesen Büttel alarmierte. Die Bohrengeweide des Dorfes ist verschwunden und anstatt nach ihr zu suchen, werden Hinrichtungen an verirrten Reisenden abgehalten. Versteht ihr jetzt, weshalb ich so verärgert war? Irgendetwas an dieser Angelegenheit ist ganz verängstigt war. Irgendwas an dieser Angelegenheit ist ganz und gar nicht geheuer. Ihr solltet unbedingt nach den Geweihten suchen. Ich bin sicher, dass sie Hilfe braucht, wo immer sie auch stecken mag. Ja, ich breche besser gleich auf und mache mich auf die Suche. Um ehrlich zu sein, bin ich bereits auf der Suche nach jemandem. Rakom, der Magier, soll sich hier im Moorbrück aufhalten. Da solltet ihr euch stolz aufmachen, die umliegende Gegend nach ihm und die geweihten Molinde abzusuchen. Nicht auszudenken, welchen Gefahren sie dort draußen ausgesetzt sind. Ihr habt recht, ich werde mich sofort auf die Suche machen. Tut das, ich werde mich so lange dort hinten bei dem verlassenen Stelzenhaus am Dorfrand verstecken. Alleine möchte ich diesem Büttel und seinen Leuten jedenfalls nicht mehr begegnen. Trefft mich dort, wenn ich Neuigkeiten oder Fragen habe. Ach, das habe ich fast vergessen. Ihr nehmt das als Dank für die Abwendung meines dunklen Schicksals. Ein paar Blutegel in Glas und diesen Schlüssel, den habe ich auf meinen Irrwegen tief im Moor in einer verrotteten Kiste gefunden. Er sieht so aus, als ob er zu einem verschlossenen Mausoleum gehören könnte. Da ihr ja sowieso ins Moor wollt, findet ihr ja vielleicht das passende Schloss dazu. Ja, da hat sich jetzt viel getan. Abgeschlossen ist nichts. Misslungen ist zum Glück auch noch nichts. Der wirre Geist vom Moorbrück hier. Ein wirklich seltsamer Ort, dieses Moorbrück. Gleich nach meiner Ankunft wurde ich Teil eines wenig unterhaltsamen Spektakels. Ich hoffe, der restliche Aufenthalt wird sich unproblematischer gestalten. Findet Meister Rakorium. Ich konnte gerade noch rechtzeitig einen Händler von seiner Enthauptung retten. Er erzählte mir von Untoten, die in dieser Gegend sehr rege geworden sind. Hoffentlich steht das meiner Suche nach Rakorium nicht hinderlich im Weg. Ja, ich finde die Bohrungeweihte von Moorbrück. Molinde ist die gute Seele von Moorbrück. Seit einiger Zeit wird sie vermisst. Bitte Molinde Moorbrück. Ich habe erfahren, dass die Bohrungeweihte von Moorbrück verschwunden ist. Sie ging es wohl um die Ursache der untoten Flut zu ergründen.
Ich hoffe, dass ihr nichts Ernsthaftes zugestoßen ist, aber wirklich daran glauben kann ich nicht. Ja. Gut. Und dann folgen wir erst einmal unserem. Also hier geht's wieder nach Kosch. Also raus. Und Bredo hat sich hier jetzt versteckt. Alle mal hergehört. So. Da seid ihr ja. Ja, habt ihr die Bogenweite finden können? Oh, ihr glaubt, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe noch immer diese Koschamazonk. Wollt ihr dieses Mal mehr als einen Dukat für sie springen lassen? Ich habe in Arvinstreu ein Päckchen gefunden. Darauf steht 100 Skrupel kandierte Koschamazonk. Wollt ihr sie kaufen? Bestimmt findet ihr einen Abnehmer dafür als ich. Leider noch nicht. Da kann man wohl nichts machen. Hoffentlich werden eure Bemühungen, sie zu finden, noch Erfolg gekrönt. Ja, das hoffe ich auch. Bevor ich weitersuche, würde ich gerne noch einen Blick auf eure Waren werfen. Genau das wollte ich nämlich tun. Ich weiß nämlich nicht, ob Gladys noch Bolzen braucht. Erst einmal das. Deswegen kaufen wir einfach gleich mal 100 Stück. Oh, hier könnte ich auch noch Haarnadeln kaufen. Ach, einen Schleifstein, den nehme ich auch immer gerne, wenn er einen hat. Und ja, gib mir auch deine ganze Seife, bitte. Verkaufen möchte ich hingegen. Das ist heilkundig Gift. Also ja, sollten wir behalten. So. Schleifsteine, Blutegel können zu dir. Seife. Haarnadeln können zu dir. Und wir haben noch einen Bolz gehabt. Die Blutegel auf die zweite Seite. Ne, halt die Blutegel da unten hin. So. In die Hand. Gut, machen wir mal einen Quicksave hier an dieser Stelle. Also ja, ein Labor, eine Werkbank gibt es hier und ein paar Häuser. Hier geht es irgendwo hin. Oh, Wolfsrad. Oh, und zu denen kommen wir auch noch rüber. Sind aber nur normale Wolfsratten. Also jedenfalls normal genug. Um leichten Wundbrand zu verursachen. So viel dazu. Aber zum Glück haben wir Ulana da was beigebracht.
Nee, nee, du brauchst nicht mehr weiter schießen. Gut. Oh, da ist noch eine. Okay, da war noch eine. Okay. Gut, dann heil mal deine Vergiftung. Ich mach das schon. Und sammel den Kulmont hier ein. Wieso auch immer sie den Gulmon T noch auf 3 hat. Gut. Und ja, die Seen und so, die können wir dann verkaufen dieses Mal, weil wir haben mehr als genug in unserem Anwesen gebunkert, Sehnen und Lederbänder. Ja, das war ein kleines Wolfsrattennest und mehr gibt es auf dieser kleinen abgelegenen Insel nicht. Da ist noch Gulmond. Also das hier sieht aus wie die... Ja, das ist die Mühle des Dorfes. Aber so wie es aussieht, gibt es von hier aus dann keinen Weg mehr weiter. Gut zu wissen. Alle mal hergehört. Also, hier Zeug einsammeln. Was ist das? Ach, Zunderschwamm. In Ordnung. Zunderschwamm nehme ich auch immer gerne mit. Auch wenn ich bis jetzt noch nichts habe, was ich damit craften kann. Damit sollte man eigentlich Brandpfeile craften können, wenn man das Rezept für Brandpfeile hat. Ja, und hier sind nochmal zwei Gulmond. So, das heißt, wir können zurück über die Brücke und uns dann mal in der Stadt umsehen. Oder in dem Dörfchen, besser gesagt. Also ja, zum Borons Tempel und dann da oben lang gehen. Wenn ich nicht heute nach wenigstens einen Untoten und man kann weg, Berserker. Keine Sorge, bitte, wir werden schon einen erwischen. Ich muss mein Dorf gegen die Untotenplage verteidigen. Ihr sucht lieber Schutz im Gasthaus, wenn euch euer Leben lieb ist. Aha. Der Büttel hat immer recht. Und er allein besitzt die Kraft, die Untoten auszumerzen. Kommt ihm bloß nicht nochmal in die Quere. Am besten, ihr macht es wie diese feige Boron-Geweihte und sucht das Weite. Okay, die hat angeblich das Weite gesucht. Also ja, hier unten waren wir. Oh, wie romantisch. Ich liebe Turmruinen. Dieser Turm dient wohl kaum noch wehrhaften Zwecken. Das hier soll der Boron-Tempel sein? Ah.
Ja gut, bevor wir den Tempel dann uns näher ansehen, speichern wir mal wieder. Let's Play 10 speichern und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.